Herzlich willkommen auf unserem Kanal Dorfleben in Thailand. Heute fahren wir zur Immigration und ich muss meine 90-Tage-Meldung machen. Mal sehen, was es so gibt, welches Formblatt ich ausfüllen muss, ob ich überhaupt dieses neue Formblatt ausfüllen muss. Wir sind gespannt. So, wir sind jetzt an der Thai Immigration und schauen mal, was jetzt passiert. Und wie macht man jetzt eine 90-Tage-Meldung in Thailand? Beim ersten Mal, als ich ins thailändische Einwanderungsbüro in Nong Khai ging, um eine 90-Tage-Meldung durchzuführen, hatte ich keine Ahnung, was ich tat. Außerdem wusste ich auch nicht, welche Unterlagen ich benötige. Aber jetzt, nach knapp 2 Jahren, kenne ich mich aus und weiß, welche Unterlagen ich mitbringen muss. Dieses Video soll natürlich kein Leitfaden sein, wie Sie durch den 90-Tage-Prozess kommen. Sie können die 90-Tage-Meldung im Zeitraum von 2 Wochen vor Ihrem Fälligkeitstermin und bis zu 7 Tage nach Ihrem Fälligkeitstermin durchführen. Wenn Sie diesen Termin, warum auch immer, verpassen, werden Sie eine Geldstrafe zahlen müssen. Dies gilt es natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre 90-Tage-Meldung jedes Mal pünktlich durchführen, um hohe Strafen zu vermeiden. Meines Wissens zahlen Sie, wenn Sie den Termin verpasst haben, 2000 Baht Strafe. Um sicherzustellen, dass ich den Termin nicht verpasse, lege ich einen Erinnerungsalarm auf meinem Handy im Kalender fest. Und wie kann man seine 90-Tage-Meldung jetzt machen? Da gibt es 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist persönlich vorsprechen. Die zweite Möglichkeit ist es online zu machen. Und die dritte, von der ich grundsätzlich abrate, ist es per Post zu machen. Ja, auch das geht, aber bedingt durch die Fristen, die einzuhalten sind, ist mir das zu kompliziert und erscheint mir auch nicht sicher. Fangen wir mal mit dem Online-Verfahren an. Es ist sehr einfach, die 90-Tage-Meldung online durchzuführen. Sie müssen einen Account bei der thailändischen Immigration erstellen, um Ihre Online-Dienste nutzen zu können. Aber Achtung, wichtiger Hinweis. Wenn Sie das erste Mal diese 90-Tage-Meldung machen, müssen Sie persönlich bei Ihrer für Sie zuständigen Immigration erscheinen. Was müssen Sie im Detail tun? Gehen Sie auf die Seite der thailändischen Immigration, rufen die Webanwendung auf, melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie sich mit dem neuen Benutzernamen und Passwort registrieren. Füllen Sie das Formblatt TM47 aus. Siehe Screenshot. Sie erhalten umgehend, wenn Sie sich neu anmelden, eine Bestätigungsmail. Und wenn Sie schon angemeldet sind, bekommen Sie nach ca. 2 bis 3 Tagen eine Bestätigung, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen eingereicht haben. Drucken Sie Ihren Benachrichtigungshinweis aus, denn diese Seite erhält auch Ihr nächstes 90-Tage-Meldedatum. Am besten heften Sie diesen Beleg in Ihren Pass, damit Sie beim nächsten Besuch bei der Immigration diesen als Nachweis vorlegen können. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise keine E-Mail mit Ihrem Benachrichtigungshinweis. Wenn Sie mehr als eine Woche auf dieses Bestätigungsmail gewartet haben, melden Sie sich mit Ihrem Konto an und überprüfen den Status manuell. Ihre 90-Tage-Meldung wurde möglicherweise genehmigt, aber Sie sind nicht benachrichtigt worden. Warum auch immer. Und noch etwas. Wenn Sie den Online-Weg wählen, stellen Sie sicher, dass Sie das Online-Formular TM47 vor Ihrem Fälligkeitstermin einreichen. Die 7-tägige Gnadenfrist, die verspätetes Einreichen, ist nur bei 90-Tage-Meldungen in Person erlaubt. Also wenn Sie persönlich im Immigration Office erscheinen. Persönliches Vorsprechen im Immigration Office. Das ist auch meine favorisierte Vorgehensweise. Und das ist natürlich für Personen interessant, die relativ nah an der für Sie zuständigen Immigration leben. Wenn Sie Ihre 90-Tage-Meldung schon einmal gemacht haben, bringen Sie auf jeden Fall diese Quittung mit, da Sie andernfalls eine Strafe zahlen müssen. Ich hefte diese Meldung, diese Quittung oder Nachweis, wie immer man das nennen möchte, mit einer Heftklammer in meinen Pass. Wie ist der Ablauf im Immigration Office? In den meisten Fällen kommen Sie in ein Immigration Office, ziehen eine Wartenummer und warten, bis Sie aufgerufen werden. Im Gegensatz zur Beantragung einer thailändischen Aufenthaltserlaubnis erfordert die Durchführung Ihre 90-Tage-Meldung in Thailand keine Stapel voll Unterlagen und viele Stunden Vorbereitungszeit. Mit nur wenigen Formularen, Ihrem Reisepass und Kopien sind Sie startklar. Um die 90-Tage-Meldung durchführen zu können, benötigen Sie folgende Unterlagen. Ihren Reisepass mit Einreisestempel, das Formular TM47, das Sie im Einwanderungsbüro bekommen. Tragen Sie in das dafür vorgesehene Feld das Datum, Ihren Namen, die Passnummer und die Adresse ein. Der Einwanderungsbeamte füllt den Rest aus, und zwar diesen Teil, in dem steht For official use only. Vergessen Sie nicht Ihre vorherige 90-Tage-Meldung, wenn Sie bereits eine 90-Tage-Meldung durchgeführt haben. In Nong Khai, also für mich, ist es alles noch ein bisschen entspannter.
In Norwegen wurde das Formular TM47 vom Immigration Officer ausgefüllt und ich brauchte nur noch unterschreiben. Es wurden keine weiteren Unterlagen oder Kopien verlangt. Aber Achtung, jede Immigration tickt anders und es kann sein, dass bei anderen Immigration mehr Unterlagen benötigt werden. Und zwar eine Kopie der biometrischen Seite Ihres Reisepasses, eine Kopie des Visastempels Ihres Reisepasses, eine Kopie des vollständig ausgefüllten Formulars TM47. Und wenn Sie alle diese Kopien vollständig haben, übergeben Sie Ihre Unterlagen dem Immigration Officer und dann sollte das alles seinen Gang gehen. Beachten Sie auch, was die 90-Tage-Meldung bei der Immigration nicht ist. Wenn Sie Ihre 90-Tage-Meldung in Thailand durchführen, wird Ihnen keine zusätzliche Zeit in Thailand gewährt. Sie teilen lediglich dem Immigration Office mit, dass Sie sich noch in Thailand aufhalten und dass Sie immer noch denselben Wohnsitz haben. Außerdem haben das thailändische Visum, respektive die Aufenthaltserlaubnis, nichts mit der 90-Tage-Meldung zu tun. Jedes Mal, wenn Sie Ihre 90-Tage-Meldung bei der Einwanderung durchführen, wird der Fälligkeitstermin um weitere 90 Tage in die Zukunft gesetzt. Die Immigration stempelt Ihr nächstes Fälligkeitsdatum auf Ihren 90-Tage-Meldungsnachweis, den Sie manchmal in Ihren Reisepass heften. Wenn Sie jedoch eine Aufenthaltserlaubnis haben, Thailand verlassen und dann wieder einreisen, wird Ihre 90-Tage-Meldungsfälligkeitstermin ab dem Datum Ihrer Wiedereinreise zurückgesetzt. So, ich habe meine 90-Tage-Meldung gemacht. Das war sehr komplikationslos. Das einzige Neue ist, dass es jetzt eine Wartenummer gibt. Man muss jetzt eine Wartenummer ziehen, aber das war es dann auch schon. Alles in allem vielleicht 5 Minuten. Okay, bis bald. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr die Informationen für nützlich erachtet, teilen, liken, kommentieren und abonnieren, so honoriert ihr meine Leistung. Und ich kann euch mehr solcher Contents anbieten. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald auf eurem Kanal Dorfleben in Thailand.